ein lautstarkes Hallo aus Wapedro City, der Pokémon-Hauptstadt der harten Musik. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Spieltag der IPA Season 2 gegen Blocky, gegen den wir in Singles einmal gespielt haben und einmal im Doubles, ich glaube schon. Jedenfalls kämpfen wir gegen Blocky, Team ist in der Videobeschreibung. Ja, ist wieder Hyper-Fans, weil mein Team ist halt einfach Hyper-Fans, das heißt, die Kämpfe werden immer relativ schnell gehen, der wahrscheinlich, kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Wir haben tatsächlich Hagelsturm, Lamus dabei mit, Meteorologe Voltolos, also, das ist, glaube ich, das Weirdeste, was ich dabei habe, der Rest ist relativ normal. Ich habe sowas wie Weiglas Bundle wieder dabei. Ich schreibe ihm auch mal Herr Fun schon mal. Und falls es ein bisschen länger dauert, cutten wir hin. Aber ja, wie gesagt, ansonsten ist das Rest des Teams normal. Wir haben Hagel Teleport. Wir haben Hagel Teleport Slowbro dabei. Das ist so eine Sache. Wenn ich ihn irgendwie mit Voltolos erwische. Sollte er irgendwie Scarf sein mit Rock Slide? Also, ich meine sein Demeteros. Sollte ich ihn irgendwie erwischen? Ich überlebe mit der Charity Berry. Und er Scarf. Und, oder Steinkante. Und er, okay, Porygon. Ja, Girder. Ja, ja, okay. Nicht alles, was ich erwartet habe. Achso, ich sollte vielleicht auch ihm ein Herzchen schicken. Weil ich habe das voll vergessen. So, nicht das, was ich alles erwartet habe. Kein Latias vor allem, ist auch interessant. Boah. Ich würde ja schon gerne die T-Spikes legen, so, ne? Er könnte halt echt... Yo, aber Specs Rebombi claimt jedes Mal ein, wenn er drin ist, ne? Will ich instant mit Bro leaden? Oder will ich mit Miyagi leaden? Boah, das sind, die Chance, dass er mit Lando Ice Scarf leadet, ist ziemlich groß. Ziemlich groß. Deswegen lieber vielleicht mit dem, weil ich sehe Seraora mehr als Setupper gegen mich und ich weiß nicht, ob der unbedingt leadet. Und selbst wenn, drückt er keinen Nahkampf, wir gehen in Miyagi auf den World Switch. Ich glaube. Okay, aber kein Latias ist cool. Die Antikampfwehr ist nice. Wir können Girder nicht touchen. Aber hey. Ja, Miyagi ist eigentlich nur für Rocks, ne? Der macht irgendwie nix. Der macht irgendwie gar nichts so. Also. Außer Rocks legen, wie gesagt, vielleicht ein bisschen Chip, aber. Ja gut, vielleicht lebt er im Nahkampf im 1v1. Ich weiß nicht. Ich glaube, er lädt aber mit Lando Eye, oder? Rankelots Wolf. Ja. Wird er auf den. Der wird auf jeden Fall Catman drücken. Ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ich Hagel drücke? Nee, ich glaube. Er will aber auf den Siedewasser. Ich könnte teleporten. Ich könnte aber auf Siedewasser drücken, einfach. Weil er wird auf jeden Fall die Kehrtwende drücken und den Hagel sehe ich, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, den Hagel sehe ich noch nicht. Obwohl... Ja, komm, scheiß drauf, wir klicken jetzt den Hagel. Der wird eh die Kehrtwende drücken. Der geht hart raus. Warum hart? Okay. Wir klicken den Hagelsturm. Aber der bringt uns jetzt nichts, weil er ein Polygon ist. Ich habe irgendwie Angst, dass ich die nicht gebreakt kriege, ne? Das ist eine gute Info. Weil wir teleporten zuerst raus. Der wird sich jetzt denken, was ist jetzt hier los? Was ist jetzt hier los? Aber wie break ich Polygon? Wie break ich eigentlich Polygon? Wie viel macht... Toxin, das ist okay. Wie viel machen wir denn auf, sagen wir mal Defensive. Und bitte machen wir den mal auf, 100. Nicht sonderlich gut, wenn ich ehrlich bin.
Aber ich glaube, das ist meine einzige Möglichkeit, oder? Macht Tita mehr? Ich glaube nicht. Ah, ah. Ich glaube, meine einzige Chance ist Samantha. Ich glaube aber, er hat auch echt kein... Ja, nee, er hat keinen Specs Moonblast Switchen. Nee, ich drücke Mondgewalt. Weil wir sind mäßig Specs. Wir gucken mal. Oh. Ah. Nee, wobei, wir haben die Fähigkeit. Alter! Wir haben die Fähigkeit, aber wir werden trotzdem gecrittet. Ich sag, ich wäre doch geburnt geworden. Ich wäre noch geburnt. Ich würde noch geburnt werden. Ich wäre noch geburnt gewesen. So rum. Moment, Deutsch. Deutsch. Wir haben übrigens Softboxen, ne? Wenn ich jetzt hier so greife, da passiert nichts. Das ist cool. Außer, dass ich ein bisschen grünen Arm habe. Was cool ist. Der sollte doch jetzt im Range sein, oder? Das Problem ist, wenn er Tarnsteine legt, kann ich halt komplett vergessen mit Rebombi, ne? Da kann ich es komplett vergessen. Da kann ich es halt echt komplett vergessen. Yo, also wirklich, der Hagelchip hebt mir gerade ein mieses Beat wie Porygon zuschotten zu können. Es ist so witzig. Es ist so witzig. Dabei war das gar nicht so intended, aber ich glaube, der Hagelchip ist schon so fein. Der ist schon so fein, Mann. Also, nee, Mann, Schneemann, das echt nicht, ne? Jetzt muss er sich halt überlegen, ob seine Specs Mondgewalt reinwirft. Und da wirft er halt echt nicht viel rein, ne? Das Blöde ist halt, dass wir halt echt gut angechippt sind. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das killt. Das ist gut. Also das ist halt wirklich gut, weil ich wusste nicht, wie ich den breaken soll. Wenn jetzt Lando... Oder, nee, Seraora kommt wahrscheinlich jetzt eher rein. Also wir sind spezialdefensiv. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Das heißt halt, Tyranitar wird nicht getuschelt von Plasma Fist, aber wir haben eine Choppel Berry, das heißt, wir leben im Nahkampf. Und der wird nicht Nahkampf, glaube ich, drücken. Donnerklau, ja. Aber wir können halt Play Rough drücken, ne? Aber das Esbutter ist schon fein. Das ist schon fein, weil er wird ja eher die Plasma Fist drücken. Wir sind Full HP. Anspannung, perfekt. Abschlag. Jetzt leben wir im Nahkampf nicht mehr. Jetzt leben wir den nicht mehr. Den Nahkampf leben wir jetzt nicht mehr. Das ist jetzt eine doofe Sache. Und ich kann halt auch echt nicht wirklich was reinwerfen. Ich kann auch echt nicht was reinwerfen, ne? Da habe ich echt ein Problem. Warte mal, was hat denn noch so? Ja, ich glaube, die Tarnsteine sind nicht so wichtig. Ich glaube, ich gehe auf eine... I'm on the edge of glory. Du hast... Okay, du bist anscheinend gelockt. Boah, ich hätte die Dings drücken können, ne? Ich bin schneller. Die große Preisfrage ist jetzt, Rocks gegen Tita traden, ja oder nein? Weil Tita... Nee, ich klicke die Rocks. Ich trade die Rocks gegen Tita, weil Tita ist echt nicht gut in dem Matchup gerade. Der wäre auch eigentlich nur so ein bisschen Spedef gegen Latios dabei. Latias dabei. Den, nee. Geht nochmal auf Abschlag, perfekt. Er hat würde nicht rausgehen. Nee, also nee, Rocks gegen Tita Train war schon halt so der Play gewesen. Würde jetzt die Kampfattacke drücken. Weil ich möchte halt in nichts wirklich rausgehen, bin ich ehrlich. Den brauche ich noch voll. Will ich den Knock plus halt Toxic, ist halt doof. Aber I guess, ich gehe in Slow, Bro. Mal gucken, ob er doppelt, ich glaube, er drückt nochmal Abschlag, aber, oder? Ja. Ist fein.
Der ist doch bestimmt sowieso Guts, oder? Wenn ich mir mein Team jetzt so angucke, ich möchte nicht, dass der Manfa reinkommt, weil ich glaube, dass er Mach Punch hat und das könnte reichen. Ich möchte auch nicht unbedingt Johnny reinwerfen. Möchte ich denn unbedingt den Boy reinwerfen? Das ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, ich teleporte erstmal und dann entscheide ich. Ist halt die Frage, weil der hat bestimmt... Oh, geht raus, super. Das ist klasse. Furcht Klaus. Na, der da. Warte, der hat Boots. Der hat Boots. Ganz ehrlich, gegen Miguel. Weil eigentlich darf er ja hier nicht drin bleiben. Eigentlich darf er hier nicht drin bleiben. Ich würde halt aber trotzdem auf eine Schlammbube gehen, weil der gute Glocke mit allem davon getroffen wird. Aber der ist auf jeden Fall Boots. Ob er jetzt Spin gegen Dings tauscht, ist halt die Frage. Ob er Spin gegen Kill tauscht, ist halt die Frage. Muss ich mal unbedingt killen? Ne? Weil. Ja, ist halt. Ne? Aber. Also kann halt ein bisschen lebensieber sein. Aber ist schon okay, weil wir kriegen auf allem Chip oder eine Poison und das ist cool. Ja, wenn er rausgeht. Wenn er drin bleibt, sackt er den und das ist gut für Slowbro wiederum extra noch. Okay. Das hat. Okay, das ist. Okay, das erklärt den Schaden. Ja, das, das erklärt den Schaden. Wir gehen auf eine Schlammmurge. Hoffen so ein bisschen, dass wir den vielleicht. Ja, gegen Crit oder. Nein, ist einfach nur Kill gewesen. Ja, wir sind bedeft. Das heißt, wie gesagt, es hätte nicht unbedingt killen müssen. Crit habe ich jetzt nicht so gefühlt, weil eigentlich muss ich so voll wie möglich sein. Er hat jetzt Spin gegen Rocks weg halt getradet. Oh, jetzt ist halt die Frage, ne? Was werfen wir jetzt da rein? Wolkenklaus. Ja. Wie gesagt, Tita brauche ich eigentlich so überhaupt nicht, ne? Der outspeedet nichts, der macht nichts. Und ich möchte auch nicht unbedingt irgendwas, ne? Risken. Und ich brauche halt Miguel noch voll wegen Primareno. Das ist halt wichtig. Wenn er jetzt auf die Kehrtwende geht, ist fein. Dann nehmen wir das halt. Gedankengut. Finde ich das gut? Finde ich das gut? Ja, ich brauche Chip. Ist okay. Slowbro ist halt Spidef. Erdkräfte, ja, das wird mich in die nächste Dimension ausschlottern, weil wir sind Spidef. Also, selbst Spidef schlottert uns raus. Gegen Lando. Wir müssen in den gehen, ne? Und am liebsten halt echt den Hagelsturm. Oder wir scolden den halt wirklich. Wenn wir den scolden. Ist halt auch plus 1, das ist halt das Problem, ne? Ja. Aber nützt uns das was? Weil wir müssen einen Speedteil gewinnen mit Meteorologe. Nee, ich glaube, wir müssen einfach Siedewasser drücken. Das ist ganz, ganz einfache Sache. Und dann halt mit Iron Head drauf. Erdkräfte auf plus 1. Wir sind Full HP, wir sollten das leben. Ja. Siedewasser kommt. Okay. Das Leftovers, okay. Irgendwas, was ich noch so sacken könnte. Brauche ich Slowbro noch? Brauche ich Samantha noch? Brauche auf jeden Fall mein Scarfer noch.
Wie viel macht die Bombi-Specs gegen den? Er ist in Range. Ja, ich sag Slow, Bro. Oh, okay. Oh, Electrox. Hey, das ist okay. Oh, fuck, ich muss ein Speed-Teil gewinnen. Oh, fuck, ich muss ein Speed-Teil gewinnen, glaube ich. Ah, nee. Das Problem ist, jetzt kann ich halt Rebombi echt zacken. Krass. Ja, jetzt kann ich Rebombi echt zacken. Und dann klicken wir einfach Iron Head. Ja, wir können ihn einfach zacken. Wurzel ja wahrscheinlich auch. Ja. Wir gewinnen nicht. Ja, wir müssen den Mann XK und Iron Head drücken, ganz ehrlich. Da hat er auch nicht wirklich den Switch in und selbst wenn er rausgeht, ist er halt wieder neutral und das ist okay. Weil jetzt mal legit ist der Scarf mit Zeraora. Aber der hat safe auch Tempo Heap und sowas, ne? Ja, er geht raus, okay. Kraftprotz, ja, okay. Ich mir das so angucke. Die Sache ist, Jogalgi ist noch wichtig. Der darf nicht so viel Chip kassieren. XK ist auch noch wichtig, weil irgendwann drücke ich nur noch EQ. Das heißt eigentlich Slowbro und hoffen, dass wir das Leben und auf Tagedieb gehen. Würde ich jetzt mal einfach vorschlagen. Oh, der war stark. Donnerklaue. Ja, okay, der war stark. Das Problem ist halt, da ich der Landlord hat halt immer noch die 50-50, kann ich einfach Free Q klicken. Ich brauche Slowbro, glaube ich, noch. Der wird niemals die Elektro-Attacke drücken, oder? Der wird doch jedes Mal die Dings. Ich drück Siedewasser. Der wird doch niemals Plasma fest drücken. Leben wir das? Aber ich hätte recovern sollen. Ich hätte recovern sollen. Fuck, okay. Aber an sich halt richtig predicted. Eigentlich claim ich doch jetzt was mit Schlammburg, oder? Eigentlich claim ich doch was mit Schlammburg jetzt. Warte mal. Ja, irgendwas wird gesackt. Ja, ich hätte Tagedieb drücken sollen. Weil ich hatte drei Elektro-Switch-ins. Klar, Tagedieb wäre besser gewesen. Da hätte ich auch voll. Ja, war ein Missplay. War ein Missplay. Wenn ich deswegen verliere, ist es so. War ein gigantischer Missplay. Jetzt muss halt irgendwas aber in Schlammburg reinstecken und er kann halt nichts wirklich reinstecken, glaube ich. Weil früher oder später. Nee, der ist scarf und gelockt. Der ist scarf und gelockt, das ist die Sache. Der wird den aber jetzt hier nicht sacken. Ja, der muss mit dem unbedingt raus. Das war mein Switch-In für den tatsächlich. Ah, ja. Kann ich von Lando ein Leben? Also nicht, wenn er jetzt Chip bekommt, klar, aber... Also wir sind extra Speedef für den. Also für Prim, ne? Ja, der ist weg.
Ja, welchen... Kritisch. Aber ich lebe nichts von Lando ein, ne? Der ist ja nicht Sheer Force. Ja, ich lebe ja nichts von dem. I guess ich sack den. Ich gehe auf eine Rollwende, für den Fall, dass er irgendwie U-Turn aus irgendwelchen Gründen, aber er kann eigentlich immer Erdkräfte drücken, ja. Ist die Frage, geben wir einen Speed-Tie ein, geben wir keinen Speed-Tie ein? Geben wir einen Speed-Tie ein, geben wir keinen Speed-Tie ein? Nein, 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 nein. Geben wir einen Speed-Tie ein oder geben wir keinen? Ich könnte natürlich auch ein Powerplay machen, Adblim klicken. Nee, wenn ich den jetzt reinschicke, ist ein bisschen problematisch. Ich glaube, wir gehen Speed-Tie ein. Der andere Play wäre es gewesen, aber da rein und Erdbeben zu klicken, aber dann hätte er mal halt einen Free-Move, ne, weil er weiß, dass wir Scarf sind. Oder vielleicht ist er auch gar nicht erst Full Speed, das kann natürlich auch sein. Nee, der ist. Der hat Speed-Tie gewonnen. Ach du Heiliger. Bitte kein Flinch, der wäre jetzt unnötig. Danke. Ja! Also wir müssen hoffen, dass er banned ist. Und wir müssen hoffen, dass wir mit Fandi jetzt das Girder killen. Ja, sieht schwierig aus. Aber gleichzeitig kann er uns da irgendwie großartig was machen. Ich weiß es ja nicht. Ha. Wie sieht's mit Zeraora aus? Boah, das wird ein sehr knappes Ding, ne? Ich bin mir echt nicht sicher. Wenn er Abschlag drückt... Der kann keinen Abschlag drücken, was drückt er denn? Naja, ich muss auf Dark Woods gehen. Glaube ich. Auf was lockt er sich, ist die Frage, ne? Oh Mann, das wird eine close Sache jetzt. Ich glaube aber eher, es ist auf seiner Seite als auf meiner Seite, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht. Abschlag. Oh, es ist eine Roll. Nee. Okay, also wir sind auf jeden Fall Scarf. Aber ich glaube, er ist halt auch Scarf. Er ist nicht beendet. Weil. Ja. Ah, ja, ja, ja. Okay, ja, 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 ja. Wir gehen auf Erdbeben. Götter werden wir halt auch mit Dings nicht. Ja. Das gewinnt Girder. Das gewinnt der. Weil ich werde ihm nicht genug machen. Und der wird sowieso Mach Punch haben, Mann. Der ist doch fest mit Tempo Heap und hier der Fähigkeit. Ja, 47 bis 56. Ja, das macht der. Wie kann ich das gewinnen, indem er den nicht hat und ich mein Erdbeben critte? Nee. Ich muss hoffen, dass er ihn nicht hat. Mit Eisenschädel flinchen und dann mit Erdbeben töten. Aber er hat ihn, klar. Wieso auch nicht? Genau, das war meine einzige Wincon.
dass er den nicht drauf hat, ich mit Eisschädel jetzt flinche und dann Erdbeben drücke. Das, ja, okay, GG, das war ein 1-0. Hey. Was hätte man anders vielleicht machen können? Schon wieder ein 1-0, ne? Ist jetzt der zweite. Ja, GG an Blocky. Also das war echt close. Was hätten wir dann anders machen können? Ich überlege gerade. Ja gut, man muss sagen, ja, Hex hin und her, ich stütze mich da nicht gerne auf Loses weil wegen Hex oder so, aber was schon auf jeden Fall gemattert hat, das kann man auf jeden Fall sagen, war der Tripletten-Crit, weil dadurch kam ich halt nicht mehr in Rocks und Bundleby konnte dann nicht mehr so viel Druck ausbauen, wie es gern hätte. Ich glaube, das war die einzige wichtige Hex gegen mich, hätte ich jetzt gesagt. Der hat echt gemattert, aber ansonsten hätten wir es aber anders spielen können zusätzlich dazu. Also, weil ich will dann eher schon gucken, wie... Ich schreibe nochmal GG. Ich will nochmal zusätzlich gucken. Also, was hätten wir noch anders machen können? Das ist immer so, manchmal ein bisschen schwieriger, frisch aus dem Kampf raus. Also, erstmal ist Deathpool aber sowieso wasted, aber hey, das ist jetzt nicht so wichtig. Nee, was hätten wir anders machen können? Das ist eine gute Frage. Vielleicht habe ich Rebombing ein bisschen zu früh rausgetan. Ich habe mir auch ein bisschen underprepped gegen Polygon, muss ich gestehen. Dass der mitkommt, ist aber schon eine Sache gewesen. Vielleicht hätte ich auch an irgendeiner Stelle T-Spikes legen können. Vielleicht doch eine Shuka auf Dragalge, aber ich habe jetzt nicht mit Earth Power gerechnet. Ansonsten gibt es dazu, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ne? War ein sehr spannendes Match, war auf beiden Seiten sehr, sehr stark. Auf jeden Fall, sonst wäre es nicht so knappes 1-0 gewesen. Dann schaut auf jeden Fall bei Brocky vorbei, schaut auch bei allen anderen Teilnehmern vorbei. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend, Tag und ein nice Live. Macht's gut.